der Maskenball 2024 von den Memminger Fosnachtler. Wir sind dabei und wir schauen uns das jetzt an. Willkommen zu einem ganz spektakulären Ereignis, dem Fosnachtsmaskenball 2024 im Gemeindesöll Memming, veranstaltet von den Memminger Fosnachtlern. Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise durch eine Nacht voller Farben, Kreativität und Musik von Volksbeat. Jede Verkleidung, die ihr in unserem Beitrag seht, ist ein einzigartiges Kunstwerk, von mysteriösen und skurrilen Gestalten bis hin zu humorvollen und originellen Charakteren. Motto hat es kein konkretes gegeben. Es war ein Abend der Lebens- und Feierfreude. Beides wurde ausgiebig zelebriert und ausgelebt. Wir haben uns umgeschaut und umgehört. Stefan, wir sehen da die Ruhe vor dem Sturm. Genau, also die Vorbereitungen sind jetzt erledigt. Wir haben heuer ein bisschen mehr Programm als letztes Jahr. Wir haben heuer eine Fotobox gesessen, wir haben eine Versteigerung wieder. Wir haben das Mal sogar ein Chatspiel mit Video. Das werden wir noch Mitternacht auflösen. Und jetzt müssen eigentlich leider die Leute kommen. Das heißt, wir warten jetzt im Grunde genommen leider darauf, dass es wirklich losgeht. Wie du gesagt hast, die Ruhe vor dem Sturm. Aber so wie es ausschaut, jetzt langsam trudeln die Leute ein. Und wir freuen uns auf den Abend. Jetzt muss ich dir aber was ganz Blödes fragen. Gell? So, jetzt waren wir letztes Jahr beim Fosnachtsball. Heute sind wir beim Maskenball. Was ist denn jetzt der Unterschied? Genau, Unterschied gibt es eigentlich keinen. Es ist so, wir machen jetzt vom Komitee aus, weil wir ja die Fosnacht finanzieren müssen, machen wir zwischen der Fosnacht immer einen Ball. Das ist jetzt neu. Aber durch das letztes Jahr der Maskenball so super angekommen ist, haben wir gesagt, probieren wir eine zweite Auflage vom Maskenball. Vor allem haben früher die Drohigen ja einen Maskenball gemacht, am Unzinning. Und davor noch sogar die Bayerinnen auch, das ist auch schon eine Zeit her. Und dann haben wir uns gedacht, das gehört halt zum Fasching dazu und wir probieren es jetzt mal wieder. Das heißt, es ist jetzt Maskenball 1 von 4, bis die Fosnacht wieder kommt? So ungefähr wird es sein, ja genau. 1 von 4, schauen wir, wie es läuft. Also Fixtermin im Kalender? Fixtermin im Kalender. Wird immer in der Faschingszeit sein. Fosnachtsball ist immer am 11.11., aber Maskenball ist immer in der Faschingszeit. Jetzt ist ja die absolute Faschingszeit. Nächste Woche ist Faschingsdienstag, gestern war unsinniger Donnerstag. Können wir noch mehr erwarten von den Memminger Fosnachtler in den nächsten Tagen? Ja, auf alle Fälle. Faschingsdienstag lassen wir natürlich nicht ausfallen. Faschingsdienstag stehen noch die Wagen enden auf dem Reikerparkplatz. Da sind ein paar Gruppen wieder, da ins Freien, wenn da auch wieder ein paar Leute kommen taten. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir heute über die Bühne bringen. Wir freuen uns, danke, dass ihr da seid. Und wir hoffen, es wird ein schöner Abend für uns alle. Das heißt, wir sehen uns definitiv heute noch ein paar Mal. Wir trinken sicher auch noch eins miteinander. Stefan, alles Gute und danke. Danke, bis später. Bis später. Was ist das jetzt für eine Verkleidung ganz genau, Heinz? Wir können halt Folgendes machen. Ich kann dir halt die Zukunft voraussagen. Ja bitte. Ich kann dir die Zukunft voraussagen. Du willst ein fantastisches 2024 erleben mit Highlights noch und nöcher. Sammelst du da Schmetterlinge, die unter Naturschutz stehen, genau, Christian? Meine Schmetterlinge alle unter Naturschutz. Schau sie mal an, wie fest die sind. Aber hast du die alle gefunden? Ja, wenn ich nicht länger gehst, so Leben und Bach, auch Schmetterlinge und Ende. Seien das von der Städtelhex die Untertanen? Kann ich mir gut vorstellen, manche vom Verhalten her eher zu den Hexen, sage ich mal. Eher. Wir wünschen dir einen ganz schönen Abend. Danke. Frau Vizebürgermeister Conny, Frau Bürgermeister Daniela, wo sind denn eure Männer heute? Wir haben heute eine außerordentliche Gemeinderatssitzung. Das heißt, ihr seid heute einfach so am Weg? Genau, wir haben heute freie Fahrt. Also freien Flug, wenn man eure anschaut, oder? Bist du der Robin Hood heute? Robin von Locksley. Oh, sogar den richtigen Namen. Hast du den Sheriff auch mit oder hast du den daheim gelassen? Nein, durch die weite Anreise hat natürlich nicht jeder Zeit gehabt und jetzt bin ich heute solo da. Also auch ohne Bruder Tag? Ohne Bruder Tag, ja. Ich hab zwar einen geistlichen gesehen, wo seiner Statur ähnlich schaut, aber der richtige Bruder Tag war es noch nicht. Und die Maid Marian? Die Maid Marian? Ich hoffe, sie ist in ihren Gemächern. Die Lichtmesser seien heute einmal nicht beim Labere bewachen, sondern beim Labere schreiben vielleicht. Ha? Nein, beim Schreiben, das wird alles noch
es dauert ja noch ein bisschen und wir machen das immer wieder vor zu. Also wir sollen ja alle wieder auf dem Laufenden sein, gell? So vor zu wird eigentlich die Labere geschrieben und da sind nachher, wir sind mittlerweile woanders. Wir dürfen da heute ein bisschen mittun. Wir haben hier Lichtmesser, wir geben ein bisschen so ein Schnapsle aus, wie es natürlich für uns üblich ist. Schauen ein bisschen auf die Gäste, wenn sie kommen, dass es super ist. Und das ist eigentlich das, was unsere Aufgabe ist heute. Aber kann man nicht ausmachen, dass der heutige Abend einfach überhaupt nicht in die Labere einfällt? Das ist ab und zu ganz schwer. Manche Geschichten werden einfach geschrieben. Es ist so, es ist einfach... Ja, jeder weiß es, dass es eine Labere gibt, das ganze Jahr. Also, man sollte schon einmal. Aber wir werden natürlich schon schauen, dass es alles dementsprechend auch geheim bleibt. Also die Städtelhex kennt nichts von Datenschutz? Ja, das kann ich jetzt nicht so ganz genau sagen, aber ich glaube, sie weiß es. Aber ob sie sich immer daran halten, ist eine andere Geschichte. Wir sagen vielen Dank, schönen Abend. Thomas Heinz, seien wir einmal nicht bei den Werkzeugen, sondern bei anderen Werkzeugen. Ja, man kann nicht alle arbeiten. Nicht? Man muss sich gut gehen lassen und halt etwas trinken oder einfach fein haben. Nicht? Also Work-Life-Balance wird bei den Mirminger Fasnachtlern ganz groß geschrieben. Ja, auf alle Fälle. Traditionell, die Doldenkuchen. Ja. Was gibt's denn heute gut? Wir haben da die besten Gerichte ausgesucht, von Rindfleischburger bis selber gemachter Kasperlknödel mit Kraut, Frankfurter mit Bombas, das Beste für die Leute. Mit die Besten von den Leuten? Mit die Besten natürlich, die Doing muss man da für alle kochen, ja. Was tat man denn ohne? Ja, die Doing sind gut, aber ich darf die Besten. Traditionell, die Doing-Küche. Ja, natürlich. Wir haben uns schon ein ganzes Jahr lang überlegt, was wir machen könnten. Natürlich ein Doing-Burger von Klima. Frankfurter auch natürlich von Klima. Pommes von den Mirminger Bauern. Ja, besser kennt man sie in den Griff um, hätte ich gesagt. Und die Mirminger Doigen als Köche. Ja, das ist Tradition, oder? Wir haben so Vöglein gezwitschert, dass die Doigen am Dienstag auch noch was dienen. Am Dienstag? Ja. Wer um 9 Uhr auf Nacht kommt, der könnte vielleicht ein Glück haben. Es könnte sein, dass sich die da irgendwo was überlegt haben. Dann wird uns ja gar nichts anderes übrig bleiben, wie am Dienstag auf dem Parkplatz da vor der Gemeinde kommen, oder? Am Dienstag um 9 Uhr am Abend kommt es alle los und kommen, wo es das letzte Jahr so passiert ist. Wir freuen uns. Danke. Danke. Michael. Ah, im Disco-Fieber, Heinz? Ja, voll. Machst du so? Nein, das kann ich nicht. Luki, ja? Du bist so schneidig beieinander, schon, Heinz, ja. Aber die Hose passt nicht ganz. Ja, ich habe mir jetzt einmal die Lederhose austauscht gegen so eine Latzhäsel. Weil Kellner, die haben wir auch noch, haben wir alles gleich Platz. Nicht? Ah, du hast das voll durchdacht? Ja, super ist das. Disco-Fieber mit der Musik in der Pfiffbar. Toll. Wo sind die ganzen Musikanten? Habt ihr es alle noch probt? Ja, die sind alle noch bei der Musikprobe, aber es kommen die meisten. Und ist jetzt Schwänzen? Ja, haben wir Ausnahmen gekriegt, haben Probleme. Dafür haben wir erstmal auch die Zeit, was wir heute versammeln, wieder einholen. Hallo! Seid ihr die Guten oder die weniger Guten? Gerade, dass wir wissen, ob wir uns sicher fühlen können. Heim. Weniger gut? Ah, die Bar wird von den Fasnachtler betrieben? Genau, richtig, ja. Was gibt's denn heute alles gut? Wir können alles anbieten, was du dir vorstellen kannst. Für die Klopfer angefangen mit der Berliner Luft, Klassiker, Wodka, Bacardi, also alles, was das Herz begehrt. Aber natürlich verantwortungsbewusst, so wie es sich für die Fasnachtler gehört. Natürlich, unter 20 gibt's gar nichts. Das ist sehr brav, muss genau, ich sagen. Genau, genau. Wie lange habt ihr den Dienst? Wir haben bis Mitternacht Dienst. Und dann Schlussdienst macht die Leiniger. Das heißt, ihr dürft es nachher nach Mitternacht selber feiern und lasst die Leiniger nachher einfach fertig machen. Genau, richtig. Ja. Dass es ruhig rohläuft, dass auch die Leiniger auch kriegt. Das ist eine gute Idee. Eben. Nachher wünschen wir euch bis dahin noch ganz, ganz viel Spaß. Danke. Und danke. Danke. Alex?
neue RLF und neue Feuerwehruniform, oder wie? Ja, fast so, ja. Also das mit RLF, das passt, aber Feuerwehruniform ist keine. Ja, aber so darf man eigentlich voll gut sehen. Da könnt ihr jetzt eigentlich die Warnwesten sparen. Ja, die Warnwesten sind echt noch ein bisschen sicherer. Also, der Tat ist schon zusätzlich trotzdem noch unsicher. Zusätzlich? Das schaut aber dann sicher voll gut aus. Ja, so oben drüber darf schon noch nicht dazu passen. Das, ja, schon passen. Das heißt, wenn das nächste Mal die Straße sperrt, dann habt ihr das Outfit mit der Warnweste. Aber nein, im Fasching. Nein, jetzt im Fasching gehen wir so, das passt. Okay. Das kann man gelten lassen. Aber wir hoffen trotzdem, dass wir eigentlich nicht allzu oft sehen. Das hoffen wir natürlich auch, so wie immer. Danke. Gesichert, passt alles, an den Blick. Gesichert. Wir können uns ja heute wichtig und sicher fühlen. Alles gesichert? Alles in Ordnung. Sie sind in Sicherheit. Das heißt, wir brauchen uns keine Gedanken machen. Gar keine, im ganzen Abend nicht. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ein Deugenschmetterling. Flatter, flatter, piep. Aber nicht, dass du ins Telefon fliegst. Nein, nie. Steffi, hast du dich über die Grenze getraut? Ich habe mich getraut, dass wir mich herkommen und ich komme immer wieder gern her. Was sagst du jetzt da so zum Mirminger Fasnachtsball? Gewaltig. Jedes Jahr lässig, gewaltig. So viele bärige Masken. Und aber Hammer, schön ist es. Das heißt, du bleibst jetzt einfach da bei uns? Ich bleibe jetzt heute mal auf alle Fälle da, ja. Dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend. Danke. Danke. Kurze Frage. Wie ist denn der Ölpreis jetzt momentan? Hoch. Kannst du da was machen, dass das ein bisschen niedriger wird? Also live für Miming. Ja? Das finde ich voll nett von dir. Danke. Hallo Lukas. Du hast Lading Open. Was sagst du zum Ball heute? Gefällt's dir? Ja, wir sind sehr erfreut, dass zahlreiche Gäste teilnehmen und auch verkleidet sein. Wir hoffen auf einen schönen Abend und dass es langsam bleibt. Haben sich das so vorgestellt, dass so viel los ist? Nein, wir haben das sich nicht vorgestellt, dass so viel los ist. Aber wir freuen uns natürlich, dass viele Leute das Angebot wahrnehmen und auch verkleidet kommen. Super, ich muss sagen, ein tolles Fest, ein toller Ball und so viel Leute. Also ich wäre gut, habt ihr es gemacht. Danke für die Vorbereitungen von Wenkel und Null. Sehr gerne, danke. Danke. Hochgekommen. Ja, jetzt bin ich gerade hochgekommen, muss ich probieren auf Stark, jetzt bin ich da. Gewaltig. Der Ball, ein Hammer. Ist schon schön da bei uns, oder? In Mirming ist allem schön. Es war echt heute einfach. Und wir fangen jetzt mit den Gruppen an. Gut ab Jamaika oder seit den Schewitzen oder die Bienen. Echt cool. Danke, dass ihr so gelockt. Herzlich willkommen, was ich bin. Ja, habe ich gesagt, wir wollen schauen, ob wir ein Stück eine Pferde finden. Also, 360 Euro, mein Ball, 970, dann noch 6, 300. Ja, wenn du jetzt nochmal die Hand durchschnauzt, zählst. Samstag wohl.